Wir werden Bezrat Hashem in dieser Parasha, wenn wir lesen Parashat Bereshit, gibt es einen wunderbaren Pasuk, den wir jede Woche lesen. Vayvarech Elokim et Yom HaShvi Vayekadesh Oto. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Zohar HaKadosh schreibt, dass alle Segen auf der Welt, auf der spirituellen und auf der materiellen Welt, alle Segen hängen von diesem siebten Tag, von dem Schabbat hängen sie ab. Und die ganze Heiligkeit, womit hat Gott den Schabbat geheiligt? Sagt uns sagt der Talmud, bei Mekidesho, Kidesho Baman, mit den Manna hat Gott den Schabbat geheiligt. Rav Pinkus fragt, Moment, mit den Manna hat Gott Schabbat geheiligt? Den Manna, den haben wir ja bekommen 6 Tage und am 6. Tag haben wir doppelt so viel bekommen für den 7. Tag. Womit hat er ihn geheiligt? Was ist dabei jetzt? Eigentlich sollte am 7. Tag doppelt sein. Gesegnet, das ist gesegnet. Und das ist geheiligt, hat er mit den Manna. Was ist geheiligt? Sagt Rav Pinkus als Beispiel, dass der ganze Segen, dass wir unser ganzes Einkommen, unser ganzer Lebensunterhalt, was wir verdienen, in den 6 Tagen, das kommt von diesem 7. Tag. Das ist die Quelle, das ist der Ursprung von dem Segen, von dem, was wir bekommen, während der ganzen Woche. Während der ganzen Woche, das sagen wir bei Lechad Odil, Likrat Shabbat Lechu Benelcha, Kihi Mekora Beracha, gehen wir entgegen den Shabbat, denn der Shabbat ist die Quelle des Segens. Manchmal leider Gottes, manchmal ich sehe Leute, warum arbeitest du am Shabbat? Ah, Kvodarav, es geht nicht, ich muss, ich habe Miete zu bezahlen, ich habe Erlagschen zu bezahlen. Ich sage mir aber, pass auf, die Quelle des Segens ist der Shabbat. Du weißt jetzt, dass du keine gute Parnassa hast. Du weißt, dass du keinen guten Lebensunterhalt hast. Aber vom Schabbat hängt das Ganze ab. Er sagt, aber ich muss arbeiten. Sag ich, schau, die Quelle des Segens. Segen allein genügt nicht, du musst arbeiten. Aber du musst wissen, dass es vom Segen abhängig ist, wie viel du verdienst. Nicht nur von deiner Arbeit. Als Beispiel, es gibt eine Quelle vom Wasser und es gibt zu Hause den Wasserhahn. Ohne zu drehen, ohne zu arbeiten, kommt kein Wasser raus. Oder zu heben, den Schieben, ja? Kommt kein Wasser raus. Was musst du machen? Du musst den Hebel heben oder drehen, je nachdem. Ja? Du musst den Wasserhahn betätigen. Ohne dem kommt kein Wasser raus. Du musst es tun. Das heißt, du musst arbeiten, du musst tun. Aber wenn du gehst jetzt in ein Bauhaus oder in irgendein und dort nimmst ein Wasserhahn und drehst so viel du willst, egal wie viel du drehst, es kommt kein Wasser raus. Warum? Weil der Wasserhahn nicht mit der Quelle, mit der Quelle des Wassers verbunden ist. Darum, du willst einen guten Lebensunterhalt, dann tu von deiner Seite, du musst wissen, dass der Schabbat, das ist der ganze Segen. Vom Schabbat kommt dein ganzes Segen. Aber ich muss die Stadt Not ein, hat mir gesagt, ich muss meine Mühe geben. Und ich habe gesagt, weißt du was, dass wir es in Wirklichkeit als Beispiel, Mashal, für die Mühe, die wir geben uns für den Lebensunterhalt, es gleicht was. Stell dir vor, das habe ich letzten Schuh gesagt auch, stell dir vor, dass du bist jetzt bei dir zu Hause, nach Hause ist reingeflogen, ein Vogel. Ein Vogel ist reingeflogen nach Hause durch ein Fenster. Und der Vogel fliegt und versucht jetzt von einem anderen Fenster rauszufliegen. Er sieht Glas, er denkt, es ist frei. Und der Vogel fliegt gegenüber das Glas und bam, mit dem Kopf gegen den Glas. Fällt runter. Aber dieser Vogel war stark, sagt dann, ich stehe wieder auf. Und beginnt wieder zu fliegen und versucht wieder, bumm, und geht gegen dieses Glas, gegen das Fenster. Und versucht 3-4 Mal, bumm, bumm, bumm. Und sein Kopf war schon verdreht. Und der Hausherr, der dort war, hat Erbarmen gehabt mit diesem kleinen Vogel. Sagt er, weißt du was, ich mache das Fenster auf. Kommt und macht das Fenster auf. Und dieser Vogel fliegt und fliegt raus. Und schaut nach hinten und sagt, ha,
was für ein Kopf ich habe. Ich habe so einen starken Kopf. Nach so vielen Schlägen gegen dieses Glas, ich habe es geschafft, dieses Fenster zu öffnen. Jetzt, wir alle wissen, dass das Ganze gar nicht von seinem Kopf abhängt. Oi. Das Ganze dank dem lieben Hausherr, der ihm das Fenster geöffnet hat, hat er es erreicht, rauszufliegen. Auch da bei uns. Du gehst gegen den Fenster, dein Kopf gegen den Computer, mach. Aber nicht das ist das, was dir deinen Segen, nicht das ist das, was dir deinen Lebensunterhalt, dein Verdienst bringt, nein. Wenn der Hausherr, der liebe Gott, uns sein Fenster öffnet und uns den Segen schüttet, das ist das, was dir nachher bringt. Sagt der Rav Pinkus jetzt dann, wie ist es so? Wir haben am Schabbat ja keinen Manna bekommen. Wieso ist es so, dass wir, dass der Segen, welche Segen, wo ist die Heiligkeit des Schabbats? Beim Manna. Am Schabbat haben wir keinen Manna bekommen. Sagt Rav Pinkus ein Beispiel dazu. Er sagt, stell dir vor, jemand kommt in ein Geschäft hinein. Will in ein Geschäft kommen, das Geschäft ist geschlossen. Aber er sieht, es ist Licht dort und Leute sind drinnen. Aber was stellt sich raus? Jetzt, er ist zu früh gekommen, vor den Öffnungszeiten. Und jetzt, gerade kurz davor, ist jetzt reingekommen eine Ware, ein ganzer Container voller Ware. Und das Ganze steht jetzt vor dem Eingang, ist alles jetzt zu, also hat den Eingang zugemacht, das Geschäft ist deswegen zu und jetzt bringt man die ganze Ware von dem Container, bringt man das Ganze auf die verschiedensten Regale und deswegen wartest du jetzt, aber er sagt, genau das ist der Schabbat. Der Schabbat ist der Tag, an dem dieser Container mit der Ware kommt, aber verteilt wird es 6 Tage lang nachher, wird es verteilt. Darum muss man schauen, dass alle Segen hängen von den Schabbat ab. Du willst erreichen in deinem Leben, du willst eine Bracha haben, einen Segen haben. Shabbat imikora Bracha. Und jetzt, Orachaim HaKadosh, eine wunderbare Lehre. Es gibt im Talmud einen Abschnitt, der uns sagt, Kol haomer vayichulu be'erev Shabbat, jeder, der am Freitagabend sagt Vayichulu, den ganzen Text Vayichulu, Hashamayim V'aretz V'chol, das was wir im Kiddush sagen, er wird ernannt zum Partner Gottes bei der Welterschaffung. Du sagst Vayichulu und das heißt Shabbat, dann wirst du der Partner Gottes bei der Welterschaffung. Wie werde ich der Partner Gottes? Das heißt, dank dem Schabbat wirst du der Partner Gottes sein. Weil bei Vayichulu, das ist, du bestätigst, dass Gott in 6 Tagen die Welt erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat. Und deswegen auch wir ruhen am 7. Tag, um es zu bestätigen, dass wir daran glauben, dass Gott in 6 Tagen die Welt erschaffen hat. Schabbat. Aber, wie ich weiß und jeder von uns weiß, dass eine Partnerschaft, sie muss von Anfang an gleich beginnen. Das heißt, ich kann nicht kommen und sagen, weißt du was, ich sehe eine gute Firma, die jetzt ihre Aktien steigen. Ich kenne mich da nicht gut aus, aber sagen wir Google oder irgendeine oder Tesla, Aktien steigen jetzt. Und ich komme zu diesem Chef von dieser Firma, ich sage, weißt du was, komm, machen wir 50-50 Partner. Okay, Partner, du willst, dann musst du eine Aktie von mir kaufen. Du bekommst 0,000 irgendwas Prozent für so eine Summe. Aber normalerweise, das heißt, eine Partnerschaft beginnt gleichzeitig. Hier, Gott hat schon alles erschaffen und plötzlich kommen wir und wir sagen, komm, werden wir, nicht wir, er sagt uns, ihr werdet meine Partner sein. Wie ist es möglich? Sondern, Orachaim HaKadosh sagt, der Pasuk sagt uns, Kisheshet Yamim Asa Hashem Et Hashamayim Et Haaretz. Jeder und auch ich habe es immer übersetzt, denn in 6 Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Ja, Himmel und Erde erschaffen. Kisheshet Yamim, denn in 6 Tagen, Asa Hashem Et Hashamayim Et Haaretz, Gott hat erschaffen Himmel und Erde. Noch einmal, Kisheshet Yamim, denn in 6 Tagen hat Gott, ja. Aber das war jetzt nicht richtig übersetzt. Kisheshet Yamim, denn 6 Tage hat Gott die Welt erschaffen.
Nicht in sechs Tagen. Es steht nicht geschrieben, ki be sheshet yamim. Be sheshet yamim, in sechs Tagen. Sagt der Or HaChaim HaKadosh, es steht nicht geschrieben, denn in sechs Tagen hat Gott die Welt erschaffen. Nein, sondern sechs Tage hat Gott die Welt erschaffen. Ohne in. Warum ohne in? Ui. Sagt der Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim ben Attar, Alav Shalom. Er sagt uns, dass Gott die Welt erschaffen hat, nur für sechs Tage. Für sechs Tage hat Gott die Welt erschaffen. Das ist, sechs Tage hat Kisheshet Yamim, Asa Hashem Shamayim Va'aretz. Sechs Tage hat Gott die Welt erschaffen. Und dann, eigentlich, nach sechs Tagen, sollte die Welt wieder zum Chaos verwandelt werden, ruiniert werden und zerstört sein. Aber dank dem, dass es gibt auf dieser Welt, auf der Erde, gibt es jemanden, der Schabbat hält. Dank dem, sagt Gott, ich gebe euch noch sechs Tage. Das heißt, jede Woche, nach sechs Tagen, kommt der Schabbat. Eigentlich, also ab dem Schabbat, gibt es einen Neuvertrag für die Existenz der Welt. Das heißt, jede Woche ein neuer Vertrag für die Existenz der Welt. Deswegen sagt er, wenn wir jetzt sagen, dass wir den Schabbat halten, sagte, ja, wir sind Partner Gottes, weil wir jetzt gleichzeitig beginnen. Wir beginnen jetzt gleichzeitig die Schöpfung der Welt, wie? Weil jetzt sollte die Welt nachher zerstört sein. Aber dank dem, dass wir Schabbat halten, kommt eine neue Woche dazu, die es dank uns entsteht. Aber wie hoch ist die Partnerschaft? Wenn wir jetzt zurück zu den Aktien gehen, man kann machen eine Partnerschaft von 50-50, 50-50. Oder 0,00001%, wie viel? Wie hoch die Partnerschaft ist, wie viel du investierst, so wie bei jeder Partnerschaft. Wie viel du investierst, in was? In den Schabbat. Desto größer ist der Prozentsatz deiner Partnerschaft bei der Welterschaffung. Und als Partner, dann hast du das Recht nachher, auch deinen Partner zu sagen, du mein Lieber, es gibt zwar jetzt da irgendein Virus, das alle verrückt macht. Ich bitte dich, lass es sein. Weg damit. Wir sind Partner bei der Welterschaffung. Oder dann kannst du mit deinem Mund, kannst du sprechen mit deinem Partner, dem lieben Gott, und ihn darum bitten. Und sicher, wenn ein Partner etwas bittet, so ist es nachher unangenehm, dem anderen Partner Nein zu sagen. Und Bezrat Hashem, dank der Schabbat, dank dem Schabbat, dank dem soll Gott uns allen, Bezrat Hashem, von all unseren Leid befreien, dass Bezrat Hashem keine Krankheiten mehr auf dieser Welt gibt und dass wir nur Gutes hören und sehen. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.